Moin Leute, wir machen weiter mit unserem Playthrough von Starfield. Und wenn ich mich richtig entsinne, hatten wir zwei Möglichkeiten. Ah, genau. Ändere Percivals Restschuldbetrag, könnt ihr machen. Töte den Spacerboss in den Tiefminen. Ganz ehrlich, das klingt für mich nach dem, was ich machen möchte. Ich mag Spacer nicht. Zwischenzeitlich habe ich noch ein paar Ranger-Missionen, also diese Mission Board-Missionen gemacht. Und ich bin endlich Level 60 geworden und ich konnte endlich mich ein bisschen mit dem Shipbuilding beschäftigen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, dafür ein eigenes Video zu machen. Es wäre aber, glaube ich, relativ langweilig geworden, weil ich viel hin und her geflogen bin, um die Teile zu finden. Ich habe schiefe Kanonen an meinem Schiff. Warum auch immer. Was ich auf jeden Fall einmal mache, ist mit euch auf einem Planeten zu fliegen, wo man es besser sehen kann. Auch wenn wir eigentlich gerade hier was machen müssen. Das ist mir jetzt gerade egal. Fliegen wir mal eben zu unserem kleinen Außenposten. Und da haben wir weniger Staub oder Sandstürme, weniger Sturm an sich, kein rotes Licht. Ist zwar jetzt auch nicht wahnsinnig hell hier, aber wir haben Platz. Vor allem haben wir Platz. Ja, das ist unser neues Schiffchen. Ist nicht super schnell. Jetzt gucken Waffen in eine andere Richtung. Kann man doch ein bisschen was dran basteln. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht andere Engines dran mache. Ich wollte hier an der Seite noch ein bisschen verkleiden, was ich ein und für sich hier tun könnte, nachher noch mal eben schnell. Und so wie ich das in einem YouTube-Video gesehen habe, gibt es wohl auch bessere Engines, die noch nicht mal Class C sind. Ja, von hinten ist es ziemlich platt. Das Problem ist, dass wir schon bei 38 Metern in beiden Richtungen sind. Und jedes Modul, was ich da hinten dran packe, bringt zusätzliche 4 Meter und nicht 2 Meter. Und dadurch ist unser Schiff dann einfach zu lang. Weil wir dürfen maximal 80 Meter haben, sprich 40 in beide Richtungen. Es wird immer zum Schiff hin gecentert. Das heißt, wir dürfen nach vorne und nach hinten 40 Meter haben. Ja, kleine Tour von außen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich Landing Gears brauche. Das liegt plan auf, das Ding, aber okay. So, ab in die Landing Bay. Hatte dann noch ein bisschen umgestellt. Vorher hatte ich die Landing Bay ein weiter in die Richtung zum Cockpit. Aber dann konnte ich da drunter nicht irgendwie verkleiden. Das passte irgendwie alles nicht. Also habe ich das jetzt einen nach hinten geschoben. Jetzt kommen wir halt nicht mehr in diesem extra Raum aus, wo dann auch unser Docker da oben ist. Ja, wo wir dann halt rüber können in ein anderes Schiff. Sondern wir kommen halt in unserer Forschungsstation aus. Ich habe da kein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar irgendwie ein bisschen blöd auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind mir aber auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich komme hier ins Schiff, hier wurde nicht großartig einfach rausgelöscht dafür, also von daher passt das Forschungslabor ist da. Und das pharmazeutische Labor ist da. Das heißt, wenn wir da irgendwann mal mit anfangen und Punkte investieren, können wir das hier im Schiff machen. Dann geht es weiter. Von hier aus geht es in die Messe, wo sich die Crew dann aufhalten kann. Mit Menu, to be done. Genau. To be announced. Hier haben die auf jeden Fall schön viel Platz. Hier können die sich ausruhen, hier können die quatschen, hier können die essen und trinken und Spaß haben. Solange der Captain nicht an Bord ist, danach ist wieder Zucht und Ordnung. Von diesem Mittelstück, wie gesagt, über uns ist der Docker. Können wir dann einmal hier rüberlaufen auf die Krankenstation. Da ist nochmal ein Forschungslabor und noch ein pharmazeutisches Labor. Also theoretisch könnte man dieses mittlere App nochmal austauschen gegen irgendwas anderes. Also das Forschungsdingen hier, das theoretisch brauchen wir das nicht. Wir könnten hier auch irgendwas anderes reinpacken. Mal schauen.
Dann können wir auf die andere Seite gehen. Hier ist dann unser Forschungslabor mit den ganzen Werkbänken, also sprich Anzugswerkbank, industrielle Werkbank und Waffenwerkbank. Hier können wir halt basteln. Dann gehen wir einmal. Oder gehen wir erstmal. Hey, ich weiß, viele Leute mögen diese Leiter nicht. Theoretisch sind es mir egal. Hochkraxeln ist ein bisschen unpraktisch, gebe ich zu. Ja. Aber man kann ja auch mit dem Jetpack hochspringen. Von daher macht das alles kein Thema. So, dann gehen wir rüber. Captain's Quarters. Mein Zimmerchen. Hey, Captain braucht ja auch mal einen Rückzugsort, wo er sich ein bisschen frisch machen kann. Unter anderem frisch machen kann. Ist das eigentlich so eine integrierte Dusche damit? Wahrscheinlich. Tür zu. Ja, haben wir eine Navigationskonsole, wo wir dann halt unseren neuen Kurs festlegen können. Und so, auf der anderen Seite hatten wir den Computer Core. Ist bis jetzt ein Teil, da kann man nichts mit machen. Ich finde es einfach nur cool, sowas auf dem Schiff zu haben, weil ich der Meinung bin, sowas gehört halt einfach auf so ein großes Schiff mit drauf. Von irgendwas muss das ja gesteuert werden. Im Maschinenraum könnte man sagen, mehr oder weniger. Ja, jetzt müssen wir nur einen Charakter finden, der aussieht wie Scotty. Oder LaForge. Scotty war aber cooler. So, zack, runter. Durch diese Tür kommen wir jetzt in die Waffenkammer. Die noch ziemlich leer ist, weil ich bis jetzt einfach noch keine Lust hatte, das Ding zu dekorieren. Und hier alles mögliche Zeug reinzuschmeißen. Werde ich definitiv noch machen. Werde ich auf jeden Fall machen. Die ganzen Special-Waffen, die wir haben, werden da alle reinkommen. Auf die Ares Bridge von Deimos. Ich finde diese Bridge einfach nur genial. Flach, großes Cockpit. Man kann einfach wahnsinnig gut alles sehen. Man hat einen super Ausblick, auch wenn man im Pilotensitz ist. Man kann wirklich... Man hat eine super Übersicht. Noch eine Navigationskonsole, ja. Keine Ahnung. Wofür? Ich bin sehr zufrieden eigentlich damit. Dafür auch, dass es mein erstes komplett eigenes Bild war. Ich habe zwar die eins von den Deimos-Schiffen hatte ich für den Ausgangspunkt, aber ich glaube, ich habe dann fast alles gelöscht, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Ich hatte mir halt so ein paar Teile zusammengekauft, weil manche Sachen gibt es ja nur an bestimmten Sternwerften, jetzt wie zum Beispiel das Cockpit kriegt man nur an der Deimos Sternwerft. Und die Landing Base, glaube ich, auch. Nur Deimos kann man nur da bekommen. Diese kleinen Zwischenräume, die man Lichter machen, da genau, das sind diese Gänge von dem Forschungslabor rüber. Nee, gar nicht, war nicht vom Forschungslabor, oder? Nee, das ist von diesem 1x1 HEP, diese Kajütenleiter, wo drüber der Docker ist. Diese Verstrebung hier, das ist halt dieser kleine Tunnel, die gibt es nur von Tayo Industries, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Werde jetzt aber ganz schnell nochmal hingehen, ein, zwei kleine Verkleidungen dran machen und dann einfach nur mal das Ganze dann schon mal festmachen und sagen, das ist okay. Ja, hier haben wir das Schiff nochmal, hier kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Alles ein bisschen im Licht. Schwarz, Rot, Dunkelblau. Ich fand das von den Farben her eigentlich ganz gut gemacht. Und ich wollte hingehen. Kann man bauen? Kann ich das? Nur nach oben und nach unten. Okay, dann müssen wir mal eben gucken, ob es hier von Deimos Struktur diese... Oh, ich glaube, da heißen die dann Skek oder so. Kiel. Kiel vorne. Deimos Kiel vorne. Deimos Heck A. Das ist sehr groß, da weiß ich noch nicht, ob wir das. Kann ich auch irgendwie nicht darunter klatschen, aber okay. Okay. Dann ist das nicht das, was ich haben wollte. Dann gucken wir mal, gibt doch bestimmt.
Irgendwie so Teile, die man noch darunter machen kann. Ich würde das ist so sehr zu wenig Dingens darunter irgendwie. Optik-Kappe, ne. Gut, wenn es das nicht gibt, dann gibt es das hier nicht. Da hatte ich auch mit überlegt, was zu machen mit der Waffenhalterung. Vielleicht werden wir das hier nochmal ein bisschen umbauen irgendwann. Ja, die Antriebshalterung, Antriebsverstrebung. So, die und die raus. Hoch. Zu hoch. So. Ich glaube, das Teil gefällt mir an der Stelle einfach besser. Ja. Und irgendwie so ein bisschen mehr Konsistenz da rein. Was ist denn, wenn wir das da dran machen und den dann. Na, komm her. Da. Nein. Nein, das sieht nicht aus. Es gab aber hier noch diese Antriebshalterung. Oh. Die ist. Okay, das ist wirklich nur für Antriebe gedacht. Das geht nur nach hinten raus. Haben wir vielleicht noch ein anderes Teil, was man da irgendwie noch zwischenpacken könnte? Das ist die Antriebsstrebung nach oben. Ist das? Ich will euch gar nicht großartig langweilen. Ich werde mich da irgendwann nochmal dran setzen, wenn ich Bock habe, nochmal ein bisschen mit dem Schiff zu basteln. Vielleicht auch hinten mit den Engines noch was machen möchte. Wir passen jetzt nur eben die Farben an. Das wird. Wieso bist du denn jetzt grau? Du warst doch vorher immer schwarz. So, schwarz. Die zweite Farbe wird rot. Einmal bewegen, glaube ich, ein bisschen. Gut. Und die dritte Farbe wird wieder das Blau sein. Damit sind wir zufrieden. Nehmen das Ganze an. Oder können wir eine andere Farbe? Ich bin mir nicht sicher. Nicht doch was anderes an Farbe? Gelb passt nicht. Grün ist, ne. Hat auch nicht. Grau? Weiß? Also wird er mit den Raketenwerfern zumindest mal ein bisschen harmonieren. Ein dunkleres Grau vielleicht einfach. Vielleicht machen wir das Rot auch einfach ein bisschen knalliger. Sehr knallig. Oh ja. Schönes, wunderschönes Blassrosa. Bin ich ja total der Fan von. Machen wir so. So sieht doch gut aus. Ach ja, Fracht. Wir können 6200 Kilogramm Fracht mitnehmen. Wir haben 1600 Schild, 1511 Hülle. Ich weiß nicht, ob wir den Schild noch irgendwie großartig erhöhen können. Max Crew 9. Ich glaube, 8 ist sowieso das Maximum, was man mit entsprechenden Skills erreichen kann. Mobilität 43. Deswegen wollte ich nochmal an den Engines rumschrauben. Das sind jetzt hier Class B, Antrieb dann 71. Da könnte man theoretisch bestimmt hingehen. Warte mal, jetzt machen wir das anders. Das wieder dran, das wieder dran. Verlassen, annehmen. Dann haben wir das nämlich fertig und dann kann man danach nämlich hingehen und noch ein bisschen mal eben. Nein, da wollte ich nicht mit. Da wollte ich, das wollte ich und. Beide weg. Okay, dann sind sie beide weg. So, wenn wir jetzt mal hingehen und gucken, es gibt ja noch andere Antriebe, die, glaube ich, das sind zwar nur Klasse A, aber die haben zwei. Die brauchen nur zwei Power. Das heißt, davon könnte man sechs Stück benutzen. Die Frage ist halt, ob sich das irgendwie großartig lohnt, dazu machen, weil die anderen brauchen alle drei, die brauchen auch drei. Ja, die Supernova braucht auch drei. Ich glaube, hier gab es irgendwo an irgendeinem, an einer Sternwerft hatte ich welche mit mit Maximalkraft sogar vier. Die brauchen dann doch mehr
Saft. Ist dann halt die Frage, ob das wirklich so viel bringt, wenn man die da dran packt. Machst du dran, 42, Schiff zu lang. So, machen wir so. Sieht zwar echt kacke jetzt aus, aber ist halt gerade mal so. Den dran, den dran, den dran, Mobilität 9. Okay. Das hat nichts gebracht. Mod abbrechen. Tja, was ich da drunter mache, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht lasse ich jetzt erstmal so. Bauen, gebe die Teile hier. Theoretisch könnten wir die damit dran machen. Du musst ab. Ist dran. Er bringt halt noch so ein bisschen. Bringt halt noch so ein bisschen Profil da rein, ne? Ganz ehrlich, die das bisschen Masse macht das jetzt auch nicht mehr aus. Und die kostet auch, ich habe eh schon 700.000 Credits hier in das Schiff reingehauen. So, wir möchten das so annehmen. Wir möchten die Dinger da dran haben. Ganz kurz auch zur Bewaffnung. Wir haben 4 Autostrahl-Partikelkanonen da dran. Die PB. Ich hab den Namen vergessen. Auto Alpha Strahl PB0300. Halt die Rapid Fire Auto Partikel kennst. Wir haben 4 Raketenwerfer CE59, machen sich den meisten Hüllenschaden oder Schildschaden, können dafür aber wesentlich öfter geschossen werden als die stärksten Raketen, die es halt gibt. Und die stärksten Raketen haben 2 Schuss. Die haben hier, glaube ich, 5 oder 6. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es gerade nicht. Und wir haben 4 Auto-Alpha-Geschütze PB300. Das heißt auch noch schnell schießende Geschütze dazu. Was dazu führt, wenn wir jemanden finden, der uns nicht ganz so freundlich gesonnen ist, hat der relativ schnell ein relativ schmerzendes Problem und ein relativ schnell kaputtgehendes Schiff. So, nachdem ich euch lang genug jetzt gelangweilt habe, 20 Minuten, fast eine komplette Folge, nur mit Quatsch. Ach, guck mal, man kann sogar von da aus direkt rein. Ja, das ist ja geil. Gut, dass ich das ausprobiert habe. Von dem Character Screen aus kann man bei einer aktiven Mission mit dem R-Button direkt zu dem Punkt navigieren, wo man hin muss. Wir haben gesagt, wir gehen. Ist das weit? Nicht so weit. Wir haben schon längere Strecken zurückgelegt. Ist es nervig? Ja, es ist nervig. Trotz allem bleibt so etwas nervig. Mit unseren ganzen oder mit meinen kompletten Eskapaden, die gar nicht hier mit auf Video festgehalten wurden und mit denen ich euch gar nicht langweilen wollte, hatte ich tatsächlich immer noch nicht das Glück, mal nochmal irgendwie geilere Waffen zu finden. Und ich habe auch immer noch nicht Lust und immer noch nicht vor, diesen Exploit zu benutzen. Ist ja einfach nur Ausnutzen von der Technik, die das Spiel an sich mitbringt. Einen Elite-Gegner so weit runter zu schießen, dass er fast tot ist, Spiel speichern, den töten, gucken, was er hat. Gefällt mir nicht, laden, töten und so weiter und so fort, bis man irgendetwas bekommt, was man vielleicht von dem haben möchte. Ist mir persönlich einfach Hölle viel zu langweilig. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, das kann vielleicht effektiv sein. Natürlich gehört auch so ein gewisses Ausmaß an Glück mit dazu, dass man halt das bekommt, was man wirklich haben will. Ich hoffe, dass ich so irgendwann an eine geile Legendary Modern Hard Target drankomme, die Hitman hat und vielleicht anstacheln, also sprich
durchs Fernrohr oder Zielfernrohr guckend, dass man dann da 15% mehr Schaden macht, anstachelnd, dass gehe ich damit vollem Leben doppelt so viel Schaden kriegen. Bist du denn? Keine Ahnung. Du bist mir aber egal. Ich finde dich nicht so schick, dass ich dich unbedingt haben müsste. Also sowas wäre natürlich geil. Vom, wenn man es dann halt richtig findet, ist die Freude darüber auch noch wesentlich größer. Als wenn man sich eine halbe Stunde an einen und denselben Punkt stellt, immer wieder den gleichen Gegner tötet, immer wieder neu lädt, um dann irgendwann festzustellen, hey, ich habe da doch nichts bekommen. Oder hey, jetzt habe ich es endlich. Ich wäre dann einfach nur noch höllisch genervt und das sehe ich nicht ein. Und den da habe ich gesehen und der macht jetzt gar nichts mehr. Ups, jetzt hüpfen wir mal eben vor das Geländer. Weil wir sind ja Pros. Zack, zack. Rennt hier noch irgendjemand rum? Da auf jeden Fall nicht. Irgendjemand ist unter uns. Der macht ein kleines Schläfchen. Danke fürs Vorbeischauen. Hey! Ah, so war zum Beispiel. Ne? Jetzt hier so ein 82er. Du bist ein Held. Ja, wir machen das jetzt mal einmal ganz kurz. Mit dir. Wisst, was ich meine. Den schießen wir jetzt noch ein Stückchen runter. Jetzt speichern wir. Rennen zu dem hin. Töten den. Gucken wir, der hat jetzt eine Weltraumexperte veredelt. Zeitstar. So, jetzt gehen wir hin, machen wir einen Quickload. Abgesehen davon, dass das halt auch alles Zeit kostet. Nicht durchgeschossen. So, jetzt gehen wir gucken. Und jetzt hat er den ablativ modernen Anzug Söldner. Der an sich nicht schlecht ist. Naja, und so kann man dann halt hingehen und versuchen, so sich sein Gear zusammenzufahren. Mit dem 82er wird sich das vielleicht sogar noch lohnen, weil man da, glaube ich, die Chance hat, relativ gute Items zu bekommen. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe auf sowas einfach keine Lust. Ja, ich hätte zwar Bock drauf, so eine richtig geile Waffe zu haben. Aber ganz ehrlich, bin jetzt schon hingegangen und habe das Spiel auf sehr schwer stehen. Weil die Gegner an sich einfach nicht mehr zwingend das allergrößte Problem sind. Ja, weil wir uns eh meistens schleichend fortbewegen. Und die Gegner uns gar nicht kommen sehen. Oder kommen hören. Und unsere Angriffe dementsprechend sehr viel Schaden machen. Vor allem dadurch, dass wir ja Leichen und Tarnung so weit hochgelevelt haben und mittlerweile unsere Waffen hochgelevelt haben oder ballistische Waffen hochgelevelt haben und auch so noch ein paar Punkte ausgegeben haben in... Einen Moment. Ja, wir haben halt Level 3 Ballistik. Level 4 wäre einfach nur noch die Reichweite wird um 30% erhöht. Ist ganz nett, wenn man... Wenn man dann eher schon mal ein bisschen weiter wegschießen kann, weil je weiter der Gegner außerhalb der maximalen Distanz der Waffe ist, desto weniger Schaden macht man. So, Gewehrzertifikat haben wir auf 3, weil 30% mehr Schaden. Rang 4 haben wir noch nicht gemacht, weil ist nur 30% schneller nachladen, während ich schnell stillstehe. Ist ganz nett für später. Treffsicherheit sind wir gerade am Hochleveln. Dann machen wir gerade die zweite Challenge, damit wir dann Rang 3 machen können. Im Moment machen unsere... Hier haben wir eine um 8% erhöhte Chance auf einen kritischen Treffer mit nicht automatischen Waffen. Das, was wir benutzen, ich glaube, bis auf die Breach, die ich aus welchem Grund auch immer mit mir rumtrage, ist alles nicht automatisch.
Da wird natürlich schön hier mit 15% erhöhten Crit-Chance. Und dann hier, wenn wir mit dem Zielfernrohr das Ganze machen, dann haben wir halt die Chance, den Gegner umzuschmeißen. Dann haben wir Panzerdurchdringung. Angriffe 1 bis 3 haben wir jetzt, also 3 Angriffe ignorieren 50% der Panzerung eines Ziels. Das heißt, unsere ballistischen Waffen machen auch nochmal mehr Schaden. Beziehungsweise machen nicht mehr Schaden, aber können mehr Schaden anrichten, dadurch, dass die halt nicht mehr von der Rüstung so stark absorbiert werden. Rang 4 haben wir noch nicht gemacht, weil das ist halt ein Crit-Perk. Der lohnt sich erst, wenn wir Treffsicherheit wirklich hochgelevelt haben. Dann haben wir Scharfschützen-Zertifikat, haben wir komplett gelevelt, ne, wodurch wir dann halt unsere Waffen wackeln weniger, wenn wir durch das Zielfernrohr gucken. Ich kann länger den Atem anhalten, was bei der Hard-Target nicht muss, weil die ist eh voll still. Nur gezielte Kopfschüsse mit Waffen mit Zielfernrohr haben eine Chance auf kritische Treffer von 25%. Das ist natürlich schon mal geil, wenn wir die Chance an sich schon mal haben und das Ganze nochmal mit Treffsicherheit erhöhen. Da können wir einfach auch Sachen dazu nehmen. Und Schüsse mit Zielfernrohr fügen 50% mehr Schaden zu. Was mit so einer Waffe wie der Hard-Target natürlich geil ist, weil die an sich schon sehr viel Schaden macht. Die Beowulf an sich macht auch schon sehr guten Schaden. Ja, da sind wir bei 192 Physical Damage. Und unsere Hard-Target macht 363. Aber wenn wir da nochmal die 50% draufrechnen, die wir mehr Schaden machen und dann nochmal 50% der Panzerung durchdringen, was in meinem Verständnis halt auch nochmal eine Schadensreduktion von 50% wäre, wenn die ihre volle Panzerung hätten, ja, kommt halt schon mal ordentlich was bei rum. Ist okay. Wenn man dann noch erhöhte Crits hat oder erhöhte Crit-Chance hat und dann auf Kopfschüsse, wo wir dann eh drauf versuchen zu gehen, gerade wenn wir uns irgendwo anschleichen, weil wofür sollte ich mich anschleichen, wenn ich dann im Nachgang doch einfach nur wild auf, ja, ich sag dazu, ne, wild um mich baller. Meistens baller ich irgendwie wild um mich, zumindest sieht das so aus. Ich versuche aber tatsächlich zu zielen. Ich weiß, es sieht nicht immer so danach aus. Ich weiß, ich treffe auch nicht wirklich immer und von daher ist es manchmal auch ein bisschen lustig und bestimmt gerade für Leute, die irgendwie viel mit Shootern zu tun haben. Das habt ihr jetzt entdeckt. Okay, sehr gut. Da stand einer. Da. Da hat man einen schönen Crit. Der hat ordentlich Spaß gemacht. Spacer Barbar. Okay. Zack. Irgendwo. Au, ich brenne. Das war kein Kopfschuss, aber der hat trotzdem noch Schaden gemacht, um Level 14 umzunieten. Da unten läuft einer, der hat den Kopf doch versteckt. Und damit haben wir unsere 30 Punkte in kritischen Treffern oder 30 kritische Treffer im Fernkampf gelandet, wodurch wir jetzt den nächsten Skill leveln könnten, wenn wir denn die Punkte dafür hätten. Was ich auf jeden Fall auch noch leveln möchte, ist aneutronische irgendwas. Ganz kurz nachgucken. Wo war das? Ne, das war unter Technologie, glaube ich. Aneutronische Fusion, weil wir da mit unserem Reaktor nochmal 5 zusätzliche Einheiten Energie bekommen, wodurch wir dann unsere Waffen nochmal ein bisschen besser mit Energie versorgen können. So. Im Moment gehe ich halt hin. Ich habe die Auto-Turrets nur mit einer Energie, damit die überhaupt schießen. Die sind voll aufgeladen, können dann ein bisschen rumballern. Wenn sie leer sind, sind sie leer. Die werden sich dann schon irgendwann ganz langsam wieder auffüllen. Raketen habe ich auch nicht so viel drin. Brauchen wir halt einfach nur Strom, damit die irgendwas machen. Und den Rest, also Antrieb habe ich, glaube ich, im Moment voll und Schilde habe ich voll und meine Primärwaffe im Schiff habe ich voll geladen. Hier unten gibt es auch keine Schwerkraft. Okay. So. Schau mal, du hast. Na, gib mir das Trauma Pack. Dann gehen wir einmal schnell. Hier hinten lag irgendwo einer, glaube ich. Nicht? Licht. Auf. Ja, komm schon. Der Baba. Was haben wir denn da? Ja.
ist von den Werten her nicht so wahnsinnig stark. Das heißt, ich nehme das Ding erst gar nicht mit. Das nehmen wir mit. Und die Munition nehme ich mit. Und... ah, guck. Was haben wir denn da? Zack, 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 zack.